Wir spielen Vigo Vacation, ja. Und fahren mit der Bimmelbahn, la 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 la. Hu, dann ein Part von Vigo Vacation. Heute machen wir die Attraktion Reiten. Die ist nämlich schon da vorne. Und weil wir das letzte Mal Tennis gemacht haben, lohnt sich das auch ganz schnell hier vorbeizufahren. Hehe. Pferde sind nur heimlich tolle Tiere. Ich kann ihnen schon lange zusehen, vom Reiten ganz zu schweigen. Diese großen, dunklen Augen und der schlanke, maskulöse Körper. Muskulöse, nicht maskulöse. Muskulöse Körper. Ich bin hingerissen. Tut mir leid, du bist bestimmt noch zu reiten hier. Dann satteln wir mal auf. Ja, Tico, wo? Es ist Zeit, hier zu warten. Ist das eine rhetorische Frage oder was? Man kann in der Zwischenzeit mit den Pferden spielen. Mhm. Wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Egal. Wir haben jetzt hier mal Sprintrennen und einmal Münzen sammeln. Das hört sich doch schon mal ein bisschen spannender an als das Tennis vom letzten Mal. Sprintrennen, Stufe 1. Wir werden einfach reiten. Ich glaube nicht, dass wir jetzt da großartig was beachten müssen. Das werden wir aber gleich sehen. So, wir haben das schönste Pferd. I don't know. Ja, nein, die anderen hat... Oh, der Start war mal super geil. Das müssen wir sagen, wir haben den besten Start gemacht. Also in Mario Kart werden wir jetzt explodiert. So. Gut, dass wir nicht irgendwie abgeschottet hinten sind, aber okay. Wir müssen nach unten. Das holen wir schon noch ein, denke ich mal. So. An allen vorbei, Buha. Und jetzt hier alle hinter einem lassen und hier mit, also schön Abstand hier aufbauen. Und dann sind wir auch schon im Ziel. Sehr cool. Die erste war jetzt nicht so schwer. Der Start war ein bisschen sehr schlecht von mir, aber okay. Wieso warten wir jetzt hier oben? Ist doch ganz woanders. Aber okay, dann warten wir eben hier oben. Oder ist das beim Tal? Nee, das ist ganz woanders. Das ist hinter der Reitkoppel. Egal. Machen wir einfach mal... Das ist die nächste Stufe, die Stufe 2. Stufe 2. Es gibt 5 Stufen. Zum Glück gibt's nur 5 Stufen, sag ich mal. Weil ich jetzt, sagen wir so, in Go Vacation ist es Reiten zwar schön und nett, aber mich regt es ein bisschen auf, immer dieses schnelle Schütteln, um schnell zu sein. Ich weiß nicht, ob beim Geländewagen langsamer ist, aber auf jeden Fall ist es nicht so anstrengend zu fahren mit dem Schütteln und so. Das ist ein bisschen entspannter, würde ich mal behaupten. Könnten wir das Dach springen oder hier abkürzen? Oh Gott, die sind ganz schnell. Ich bin doch gesprungen! Ja, hallo? Bist du dumm, Pferd? Ich glaube, ich wechsle gleich zu einem anderen Pferd, das ist nämlich dumm. Dann tut mein Arm jetzt schon weh, kann man das nicht irgendwie anders machen? So, da sind wieder so Hindernisse zum Springen. Und hier ist nochmal eine scharfe Kurve, in der wir schön abkürzen können. Und an dem vorbei vielleicht. Das ist nicht der Typ, der es gezeigt hat. Das ist nicht der Leiter von dem Ganzen. Oh yeah, das Ende war sogar recht tricky, muss man lassen. Ja, das war sogar der Typ, der uns eingewiesen hat, der Besitzer von dem Ganzen, den wir da ganz am Schluss auch überholt haben. Sehr cool. So, die nächste Stufe. Stufe 3. So. Wieso starten wir so schief? Wo müssen wir diesmal hin? Dahinter, okay. Was cooler, wenn die ein bisschen kürzer wären. Da müsste ich nicht so viel schütteln. Aua.
Wo reiten wir eigentlich entlang? Können wir nicht direktissima reiten, also die direkten Weg und so, sondern müssen hier so rumreiten. So. Okay, wir reiten über die Brücke. Ich hoffe, sie haben das Loch gestopft. Nein? Ah, doch, haben sie. Na geil. Ja, sonst wäre mal reingefallen. Aber ich glaube, mit dem Pferd kann man gar nicht reinfallen. So, und jetzt Gas geben. Wäre cool, wenn man so Nitro hätte, wenn man dem Pferd so eine Karotte in den Mund schiebt. So, ja, jetzt gibt's reit schneller oder so. Okay, hatten sogar noch ein bisschen Vorsprung. Boah, der rutscht aber schön an mir vorbei. Haha, geil. So geil das. Ah, okay, noch zwei Stufen. Oh, da wird mir ganz schön warm hier. So, bei dem ganzen Schütteln. So, 4 und 5. Ich hoffe, die sind jetzt nicht zu schwer. Aber ich denke, das sollten wir hinbekommen. Hauptsache, die überholen mich, obwohl ich eh schon mein Bestes gebe hier, aber okay. Habe ich irgendwas mit dem Galoppieren nicht ganz verstanden? Man muss schon Z drücken und alle schütteln, oder? Ganz schnell. Oh, fuck. Mein Pferd, lauf doch da lang. Oh, bist du... Mann, mein Pferd soll mal ein bisschen... eine engere Kurve nehmen. Oha. Oha, was sind das hier für Kurven überhaupt? Oh Junge, was sind das hier für Kurven? Lauf doch nicht gegen die Wand, zu Fisch. Zu Pferd. Nein, die überholt mich jetzt nicht. Das ist schon abdrängen hier. Mal vorne ist das Ziel ja gleich. Das sollten wir schon schaffen. Hoffe ich mal sehr. Oh Gott, hey, wo sind wir denn hier? Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Was war das hier für ein Teil, wo man durchschauen kann? Das kenne ich gar nicht, glaube ich. Oder ich bin halt einfach nicht so oft. Kann es auch sein. So, das war Stufe 4. Jetzt trinke ich einen Schluck und mache Stufe 5. Weil ich kurz was zu trinken brauche. Okay. Ja, fertig. So. Gleich am Anfang schon mal so ein Hindernis, noch ein Hindernis, sehr schön. Das ist die Hindernisstrecke vom anderen, vom... Das sieht ein bisschen so aus wie die Hindernisstrecke vom Münzen sammeln. Das geht hier ganz schnell nach oben. Wir sind hier bei der Spitze gleich. Fahren wir vielleicht zur Spitze. Das könnte sein, dass wir zur Spitze hochreiten. Oder wir reiten dann oben nach rechts. Das kann auch sein. Also diese eine Klippe entlang. Oh, haben wir die jetzt ein bisschen gerammt? Das war ja geil. Okay, doch, wir reiten zur Spitze hoch. Oh nein, es wird eng. Alle schütteln, wie es nur geht. Das ist das Finale. Danach habe ich keine Kraft mehr. Oh, jetzt hier einfach... Oh, jetzt sind wir hier hinten. Mein Fuß steckt da im Gitter fest. Oh, es ist so anstrengend. Meine Arme tun richtig weh jetzt. Deswegen meine ich das Pferd in Go Vacation eben nicht. Weil man doch viel zu viel schütteln muss. Silberschüssel, nice. In Ding im beim Geländewagen muss man nur B drücken und lenken. Das ist viel entspannter. Gut, dann machen wir weiter mit dem Münzen sammeln. Da haben wir noch 4 Stufen. Stufe 2 fangen wir an, also aber nicht viel mit Zeit, oder? Oder ist es mit Zeit und wir brauchen bestimmte Punkte? Das war's, glaube ich, oder? Ich glaube, das war's. Ja, 1,30, möglichst viele Münzen. Ich lasse mir ein bisschen Zeit.
goldene Münzen zählen mehr als die anderen. Die silbernen zählen 20, die bronzenen 10 und die goldenen 30. Deswegen hole ich mir erstmal die goldenen. Aber ich mache mir jetzt keinen Stress eigentlich. Weil die Zeit läuft sowieso ab. Egal, ob ich schnell oder langsam bin. Also die Zeit, die ist einfach... Die läuft bis null ab, also ich kann es vorher auch nicht schaffen. Deswegen mache ich das auch ganz entspannt hier. Mit dem Tempo. Es bringt mir nichts, wenn ich alles gesammelt habe, deswegen... Ich laufe jetzt hier nur noch ein bisschen drum. Und sammle da noch ein, zwei Münzen. Bis ja die Zeit aus ist. Hier ist noch eine goldene. Haben wir da hinten nicht die letzte? Lol. Das ist echt die letzte gewesen. Ach, dann halt die Zeit auf. Ja, okay, dann machen wir das nächste Mal ein bisschen flotter. Das wusste ich jetzt natürlich nicht. Aber gut, wir haben alle. Nächste Stufe. Das ist Stufe 2, die war ja noch ganz easy. Dann machen wir jetzt mal Stufe 3. Die wird wahrscheinlich ein bisschen schwerer sein. Ich weiß zwar nicht genau, wo die jetzt sein soll, also wo die wo die jetzt abgespielt wird, wo wir die spielen. Jetzt kann ich mir ein bisschen schneller reiten, beziehungsweise das Tempo passt gerade. Wir brauchen aber auch gar nicht alle. Es macht halt keinen Sinn, alle zu sammeln. Sondern eher die, dass man die eher sicher sammelt hier. Vielleicht gibt es eine zweite Runde, deswegen mache ich einfach mal nur eine pro Hindernis. Einfach echt noch ewig Zeit. Ich glaube nicht, dass es ein großartiges Zeitproblem wird. Also wir brauchen noch 4 Goldmünzen oder halt eben andere. Sammle ich aber 5 von denen an, das passt. Ja. Die ganzen Bronzemünzen, allein mit denen könnte man es, glaube ich, fast schon schaffen. Ach, die gibt's jede Runde neu, die Münzen. Ja, nice. Oder habe ich die vorher vergessen? I don't know. Ich brauche echt keinen Stress machen. Weil alle Münzen bekomme ich nicht. Weil die was zu sehr verteilt sind. Und die Münzen, die ich bekomme, die habe ich halt. Oh yeah. Okay, dritte Stufe geschafft. Wieder viel zu einfach. Probieren wir es jetzt mal mit Stufe 4. Vielleicht ist es schon ein bisschen kniffliger. Und ich weiß auch gar nicht, ob es irgendwie eine Pferdetrophäe gibt oder so. Ich habe keine Ahnung. Bin ich befragt. Muss ich mal schauen, vielleicht gibt es sowas, ja. Okay, das sieht ja schon ein bisschen übertrieben aus hier. Aber wir brauchen nur 400, das ist doch viel zu wenig. Wir nehmen hier hinten mal 3. Das ist wie eine Goldmünze. Also 3 von den Bronze ist wie eine Goldmünze. Das Wasser ist böse, oder? Nö, das Wasser ist gar nicht böse. Ich dachte, das Wasser, da ist man noch viel langsamer, aber ist gar nicht so. So. Dann laufen wir mal eine Stufe nach innen, also eine Reihe weiter innen. Können wir auch mal hochspringen.
Da noch ein paar Münzen. Das haben wir schon geschafft und haben immer noch eine Minute. Also fast geschafft. Egal, die brauche ich nicht. Ich nehme lieber die hier. Jetzt haben wir es geschafft. Oh. Wo waren die Münze hier? Ganz entspannt. Was gibt's da für Münzen? Da gibt's noch eine Münze. Jetzt hier noch eine Münze. Eine Goldmünze. Jetzt hier vielleicht noch eine Münze. Wo habe ich noch eine Münze vergessen? Hier ist noch eine. Das waren schon wieder alle? Ach komm schon. Das ist doch zu einfach. Wie kann man mit dem Level 4 einfach alle sammeln? Das kann ich doch nicht bringen hier. Und sag jetzt nicht, dass ich ein Profi mit dem Pferd bin. Das macht keinen Sinn. Das bin ich nicht. Ich habe schon, als ich das alleine gespielt habe, also vor 5 Jahren, Go Vacation, da habe ich schon immer das Pferd nicht genommen, weil es mir zu anstrengend war. Da habe ich schon immer den Geländewagen genommen. Aber okay. Wir sammeln wieder Münzen. 420 Punkte, das hört sich doch mal gar nicht so schlecht an. Ist nämlich ein bisschen schwerer dann. Und es ist an sich ein bisschen schwerer, wenn es auf eine ganze Map verteilt ist und nicht nur auf alle auf einem Haufen, so ungefähr wie gerade eben. Wow. Geht sogar über mehrere Ebenen, cool. Weil hier in der Nähe waren wir auch in Stufe 2, glaube ich. Aber ist ja egal. So, die Frage ist, wie komme ich denn wieder nach oben? Ich weiß schon lange nicht mehr, das muss ich sagen. Aber hier scheint es nach oben zu gehen. Beziehungsweise gehe ich erstmal dahinter. Und wir haben es geschafft. Wow, was ein cooler Sprung. Ich wollte gerade echt einen 360 machen, nicht Vogel. Ja, okay. Jetzt muss ich wieder nach oben laufen. Aber cool, hier oben kann man auch laufen. Hallo, da hoch. Das ist gemütlich hier oben. Nimm mal die Münze mit. Jetzt dreh dich um in die Richtung. Auch diese Goldmünze da, ganz entspannt, dass wir nicht runterfallen. Aber die Map ist mal was anderes, das ist ganz entspannt. Gehen wir da lang. Können wir die nochmal probieren zu nehmen? Okay, Sprung haben wir nicht geschafft, aber Hauptsache wir haben einfach genug Punkte. Und es war jetzt keine Schwierigkeit, das zu schaffen, weil man muss ja nicht mal da hochklettern, nicht mal den Sprung nach oben schaffen, um diese 5 oder diese 420 Punkte zu bekommen. Deswegen war es echt nichts. Also es war jetzt wie eine Attraktion. Also das Rennen war recht fordernd, das muss ich sagen. Weil man einfach sehr viel schütteln musste. Aber die Münzen waren ja mehr als geschenkt. Also das war ja so einfach. So, beenden. Vielleicht bekommen wir was für unsere Villa, ich weiß es nicht. Schauen wir mal nach. Und schauen wir mal, was wir... Ob wir was bekommen und wenn, was wir bekommen. Bis dann. Du bist unglaublich und das soll ich dir von deinem Pferd ausrichten. Ha, eure Bindung ist so stark, dass du als Pferdeflüsterer arbeiten könntest. Komm mal wieder vorbei. Mann, dieser neue Rekord. Offenbar freuen sich Pferde mit ihren Reitern. Glückwunsch. Okay, nice. Dankeschön. Yeah, Reiten beendet. Reitmedaille erhalten. Mehr Gegenstände zur Renovierung auf dem Villengelände verfügbar. Deswegen werden wir noch ins Villengelände gehen, diesen Part. Ich reite sogar zum Villengelände hier. Ganz schön viel Ride-Action in diesem Part. Alles klar. Beziehungsweise, ich keine Bock, kann ich doch nicht so Lust zu reiten. Ich hör mal auf hier. Ich schau mal in diese Richtung und reite da lang. Ich mach's ein bisschen anders. Ein bisschen anders nur.
Ich fahre im Zug mit meinem Pferd. Wie auch immer das geht, es geht. Da kommt der Zug gerade, ja, herrlich. Ist mein Pferd hier irgendwo? Keine Ahnung. Hauptsache, ich bin jetzt wieder auf meinem Pferd. So. Wir wollen nämlich ins nächste Resort gehen. Das ist nicht ins nächste. Warte mal kurz. Nein, Schule nicht wieder. Ja, hallo. Ja, hallo. Nee, die Schule mache ich nicht mehr. In Go Vacation. Die hatten wir schon, haben wir schon zum Glück schon abgeschlossen. Das war schon ein großer Act eigentlich. So, Wegelände. Viele Leute, die mit uns spielen wollen, aber mich interessiert es eher nur die Medaille. Möblieren nach oben. Also, die letzten Part habe ich euch gefragt, wie ich das machen soll, aber ich hab den Part ja gleich im Anschluss aufgenommen. Deswegen sind hier noch zwei Plätze frei. Okay, nicht ganz. Tu mal das hier mal auf die andere Seite. Wie rum gehört denn das? Andersrum, so rum. Dann tue ich hier mal schnell noch ein Möbelteil hin, so ein kleines Regal. So ein Regal. Aber andersrum. So rum. Passt. Dann habe ich hier Platz für einmal das hier. Und einmal so. Dann schaue ich mal ganz kurz das neue Item an. Die neue Trophäe. Die Reitmedaille. Die tun wir gleich daneben. Und wir gehen mal hier raus. Okay. Sup. Und gehen ins Wegelände. Ja. Yeah. Wir wollen uns das Ganze ganz. Wir wollen uns das Ganze natürlich anschauen. Ja, wir wissen Bescheid. So, dann gehen wir mal hier rein. Wir sind wieder im Stadtresort auf dem Bild. Mit den UFOs auf dem Foto, sehr schön. Da stehen schon unsere beiden Trophäen. Also, ihr könnt mal sagen, wie es hier euch so gefällt hier. Bei der nächsten Trophäe muss ich wahrscheinlich ein bisschen umstellen, aber mal gucken. Vielleicht tue ich das dann hier weg, das Teil. Ich habe das einfach so dazwischen gestellt. Das hier war ja die Skitrophäe, also die Skirenntrophäe. Und das hier ist ja die Pferdetrophäe. Wie sehen die aus? Mit so einem Pferd drauf. Die Medaille. Sieht ganz cool aus. Würde ich sagen, das ist ja ganz fresh. Ich würde sagen, danke fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und ich sage, danke fürs Anschauen. Ciao, euer Zickerflick. Tschüss.